Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Nicht Horizon Forbidden West, sondern Horizon Zero Dawn immer noch. Horizon Forbidden West ist ja der Nachfolger-Titel, ist ja der zweite Teil. Oh, der mit der PlayStation 5 kommt. Oh, jetzt ist es raus. So, Aloy, mein Engel, wir machen weiter. So. Okay, wir sind das letzte Mal hier in dem Bunker angekommen, wo wir schon mal hin wollten. Und wo sind wir jetzt gekommen? So. Hier sollen wir also hin. So. Hier sind wir reingekommen. Hier wollen wir hin. Hier hinten. Alter, was ist das denn hier? Uiuiuiuiui. Das stinkt nach einer Arena. Das stinkt nach Kampf. Oh. Wo sind wir denn hier gelandet? So. Und wir sollen hier im Grabhort. Sollen wir eine Energiezelle finden können? So. Wir gehen mal hier weiter. Was war das hier? Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115C. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Jo, den werde ich haben. So. Nein, steck doch mal das Ding weg. Steck die Waffe weg. Hey Leute, steck die Waffe weg. So, wo ging es jetzt weiter? Hier? Nee, also links, also gehen wir erst hier rein. Was ist das denn? Rot? Ich dachte, wir können hier durchkrabbeln. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze? Immer an der Westküste. Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus, hier ist eine DEW, schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt, bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Was auch immer die Projekt Zero Dawn ist. Es ist ja erstaunlich, dass wir endlich mal so den Titel hier von dem Spiel hier auch im Spiel direkt genannt kriegen und sehen, dass es nicht nur ein Name ist hier, sondern dass es wirklich hier irgendwo eine Bedeutung hat im Spiel. Dieser Titel, so Zero Dawn. So, okay. Was packst du denn schon wieder in den Bogen aus? Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Wir sind jetzt weniger. Und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen, aber es ist nicht meine Familie. Nicht ohne dich. Ich versuche, dich und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute, uns zu sehen, als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. Für Zero Dawn, um das hier abzuwenden, was immer es ist. Ja. Ich dachte, aber dadurch, dass hier so rot ist, finden wir ja noch mehr. So. Das hier unten, das sah gerade so, wie gesagt, das sah gerade so aus, als könnten wir uns hier unten durch. Aber die, wo wir die erste Energiezelle damals gefunden haben. Dann würde man sagen, gehen wir mal hier weiter. Hier geht's ja weiter. Haben wir jetzt irgendeine Ecke, die hatten wir ausgespäht? Oder mal hatten wir die hier alles ausgespäht? Ich glaube schon. Wir wollen hier nichts zurücklassen. Da drüben das Ding hatten wir. Das hatten wir auch. Genau, hier hatten wir alles in der Ecke. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Die Möbel waren aus
Metall? Wie soll man es sich da gemütlich machen? Es war die Metallwelt. Sie waren vermutlich daran gewöhnt. Ja, Aloy, wir haben natürlich auf dem blanken Metall gesessen. Da hast du vollkommen recht. Also wirklich, wenn man diese Sachen nicht kennt, dann in näherer, späterer Zukunft. Ja, solche Settings, die sind immer wieder irgendwo interessant. So, hier runter. Sollen wir hier runter gehen? Ich glaube schon. So, wir gehen aber erstmal in die Ecke hier hinten rein. Hier liegen noch, was? Sieht man kaum oben, das Ding. Ich muss lesen. Eigentlich schien 64 ein ziemlich gutes Jahr zu werden. Kein Trinken mehr, keine Söldnerjobs. Die Arbeit in den Offshore-Windparks. Nur ich und ein Plasmaschneider. 100 Meter über dem Meer. Und dann die Rückberufe. Ich las sie auf einer Turbine. Es roch nach Ozon. Sie boten einfach alles. Bessere Bezahlung, Amnestie für irgendwelche Kriegstaten, Staatsbürgerschaft. Man hätte einfach fragen sollen, wo der Haken ist. Aber wir dachten nur, hey, wir sind also doch besser als die Roboter. Und Harris Rede über Stolz und Pflicht. Luger Kopf. Er hatte recht, ich war stolz, US-Soldaten zu sein. Und ich wollte wieder eine werden. Und das kam dabei heraus. So. Haben wir noch irgendwo was? So. Hä? Waren gerade noch mehr Ausrufezeichen. Was sind das? Datenpunkte? Achso, hier die ganzen, was wir erst aufgesammelt haben. So. Warte mal. Stopp. Ja. Okay. War hier jetzt noch mehr? Lag hier nicht noch so ein Ding? Aufpassen, ob wir irgendwo eine Ecke haben hier, wo es weitergeht. Wo wir durchkriechen können. Oh. Nö. Okay. Das wäre jetzt hier hinten die Ecke. Da gehen wir. Hä? Ah, ich dachte, hier liegt noch irgendwo was. War gerade irgendwie so aus. Nee, aber. Aber nein, aber ja. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht runter. Ja, hier. Ey, da, hier ist ein Knopf. Guck. Hier ist ein Knopf zum Klettern. Kante fallen lassen. Ja, und nun? Okay. Da drüben liegt doch was, oder? Vorsicht. So. Nee, doch nicht. War gerade so aus. So. Angst, dass Aloy mich hier irgendwo wieder runterstürzt. Das hatten wir ja in der letzten Folge gehabt. Großes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Aber die Frage ist, wo geht's hier lang? Von hier sind wir jetzt gekommen. Aber die Bunkertür. Die ist hinter der Wand. Wo ist die Bunkertür? Die ist da oben. Wir gucken jetzt in die Richtung. Okay. Keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Kommen wir da irgendwie hoch? In die Richtung. Dass wir hier einen versteckten Gang hier irgendwo haben. Da oben ist die Bunkertür. Brandschutztür. Aber von da sind wir nicht gekommen. Warte mal, können wir hier wieder hoch?
Aber irgendwie verpasst haben wir da oben nichts, oder? Sind wir jetzt in die Richtung? Wir gucken mal in die Richtung, wo Ada hinguckt. Die Bunkertür, die war aber hinter uns, oder? Wo ist die Bunkertür? Die wir gerade gesehen haben. Keine Ahnung. So. Na gut. Ich würde mal sagen, wir gehen das mal weiter. Ist das die Bunkertür, die wir gerade gesehen haben? Nö. Hier kommen wir wieder vor, oder wie? Also hier in das Ding. Nee, hier. Ich stelle die Stromversorgung wieder her. Oh. Oh, wow, 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 wow. Was ist das denn? Sind wir drüben lang? Ja. So. Und hier geht's noch runter. Was sollen wir da unten? Okay. Nützliche Information. Oben runter. Oh, warte. Uhrzeigersinn. Oben, unten. Oben, unten, links, rechts. Oben, unten. Links. Rechts. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Okay, wir gehen da drüben die Leiter runter. Oder? Okay. Das war so eigentlich nicht geplant, aber naja, gut. So. Oben, oben. Runter, runter. So. Und zwei. Jo. Noch eine. Jo, da drüben. Ist die Frage hier unten. Ist das unten hier von Bewandtnis? Das sieht. Oder ist das einfach nur eine bösartige Falle? Das ist noch Sprachfetzen. Warte, warte. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Jo. Jo. Was denn jetzt? Sollen wir hier raten, oder was? Das ist voll irgendwie... Da hat eine... Warte, na klar. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Westen? Habe ich das jetzt richtig mitgekriegt? Das war's. Klingt zumindest so. Genau. Erkunde den Grabort weiter. Ja. Los. Ei! Alter.
So. Können wir hier runter? Geht's hier noch weiter runter? Das jetzt einfach mal sein lassen. Aus Sorge um Aloys Wohlergehen. So, Leiter. So, andere Seite. Ja. Und höre Stimmen, mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Ah, da ist sie, da ist sie. Die Energiezelle. Noch eine Energiezelle. Ja, ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Genau so sieht es nämlich aus. Guck mal hier, drei Jäger. Was? Puppe. Was? Altes Waffenlager. Nee, nimm mit. So, Energiezelle hätten wir. So. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten, nur Waffen. Erledige die Eclipse im Waffenlager. Wie viel sind das? Oh weia. Das macht schon wieder Spaß. So. Mal hier Körperfalle hin. So. Hier haben wir bloß noch einen. Scheiße. Könnten wir bloß für die Maschine das Ding da. Alle hier hochgetrampelt, oder? Warte mal. Inventar auf. Wir haben doch bestimmt noch hier irgendwo welches Schleudern oder sowas. Fängschleuder. Naja, das Problem ist, da brauchen wir auch wieder so einen Haufen hier von der Loe. Kommt noch! Leute! Trauen sich nicht, die Bastarde! Die wissen, was hier auf die wartet! Kuckuck! Hey. Der ist fies. Ah.
Aloy kämpft mit Tricks, da könnt ihr auch mit, mal mit Tricks kämpfen. Warte, warte, warte. Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Hätten wir. Oh, erstmal wieder alles einsammeln hier. Jo. Warte mal, was war jetzt hier hinten gewesen? Hatten wir hier alles? Ja. Jo. Leicht verdientes Geld. Ich sag's immer wieder. Das wird gehen. Was ist das eigentlich? Ja, hau mal weg, den Scheiß. Jo. So. Wir haben jetzt immer Heiltränke dabei. Ich brauche die Heiltränke bloß nicht. Hm. Metallscherben. Hm. Das wird zu schwer. Naja. Warte mal. Können wir nicht mal hier Inventar herstellen? Tragekapazität. Scheiße, Trankbeutel können wir nicht schleudern. Köcher. Metallscherben, fettes Fleisch, Schweinsknochen. Komm hier. So. Das Zersprenger, Munitionsbündel. Was brauchen wir denn rein als Draht? Nee, Draht ist mir wichtig. Nee, lass. Stolper fallen. Komm. Oh. Oh, Trankbeutel. Wo war der Trankbeutel? Was brauchen wir dafür? Uns fehlen Fischgräten, ich hab bekloppt. Fischgräten fehlen uns, ich werde nicht mehr. Komm. So. Was ist das denn? Zünder. Jo. Oh. Hinten ist noch was. Ah! So ein Haufen Platz und wir kriechen an der Wand lang. So. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Genau so sieht's aus, Aloy. Genau so sieht's aus. So, hier hinten war noch was. So. Was haben die uns hier entgegengestellt für eine Maschine? Was war das? Das sah aus wie ein ja, der Plünderer. Was ist ein Plünderer? Damit haben wir hier. Vorratskiste. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Jo, könnten wir wieder irgendwas nicht mitnehmen. Na egal. Das Wichtigste hier haben wir ja sowieso, die Energiezelle. Jo, da geilen wir uns noch mal kurz dran auf. Warte, warte. Schatzkisten. Ach, scheiß auf die Schatzkisten. Energiezelle zweimal. Wir brauchen noch eine. Jo, dann holen wir uns diese komische Rüstung da. Was auch immer das ist. Jo, ich denke mal, die dritte Energiezelle. Warte mal. Wie gehen wir jetzt eigentlich hin? Ach hier. Und dann geht's hier wieder raus. Wie gesagt, das Ding eher stinkt wirklich nach Arena oder sowas. Ach, Kampf. So. Also wir raten Plünderer, oder? Jo. Jetzt hier hinten.
Wir müssen hier lang, oder? Oder müssen wir... Ich setz mal hier ein Fähnchen an die Ecke. An die Ecke setze ich mal kurz ein Fähnchen. Oh, das ist die Ecke hier hinten. So, kommen wir hier irgendwie durch? Ja, dann müssten wir hier hoch. Aber hier kommen wir nicht durch. Oder? Nee. Hier ist... Nee, hier kommen wir nicht weiter. Wir sind doch schon wieder viel zu weit. Hä? Das ist die Wand hier. Hier kommen wir aber nicht durch, also müssen wir außen rum gehen, genau. So, dann müssten wir hier durchdabbeln. Ja. Ist aber nicht. Nee. Okay. Runter hier, wo war die Rampe? Da drüben. Wir wollen ja nicht, dass Aloy hier sich sinnlos verletzt. So, dann gehen wir hier lang. Hier irgendwie hoch? Musst du hier hoch? Das ist eigentlich die Frage. Kann ich verletzen. So. Auf jeden Fall die Richtung. Also wir müssen hier runter, oder wie sehe ich die Sache? Ui. Hier ist das Wasser. Okay. Etwas Wasser kann nicht schaden. Na nun? Okay. Oh. Also diesen Bunker zu erkunden, das ist immer so eine Sache. Das dauert immer. So. Da rein. Da will ich erstmal rein. Uiuiuiui. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Das ist immer so ein Punkt, übrigens, wo ich immer hin will in den Rollenspielen. Ich will immer an so einen Punkt, wo ich hier ohne Probleme weiter hier ruhig rennen kann, ohne Angst zu haben, hier jedes Mal gleich eins auf den Deckel zu kriegen. Dass wir so gelevelt sind, dass wir die Gegner relativ einfach machen können. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Ja. So. So, die Seite machen wir noch. Die andere Seite sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also. Statusbericht. 9. Mechanisierte Eingreifbrigade. Kommandierende Offizierin Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird,
die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Warte ich? Ich hoffe mal. So. Okay. Dann machen wir hier die nächsten Gesprächsfetzen hier drüben. Machen wir in der nächsten Folge. So. Damit hoffe ich erstmal, dass euch das ganze Ding gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben und Abo. Und die anderen Projekte nicht aus den Augen verlieren, wäre wunderbar, wenn ihr da mal reinsehen würdet. Dankeschön und ciao.